Und was am Rande des Rasens auffällt, auf den Werbetafeln spielen bei dieser Europameisterschaft vor allem Chinesen mit. Bei den Autos fällt es besonders auf, denn da heißt der Sponsor im Autoland Deutschland nicht etwa Volkswagen oder Mercedes, sondern BYD aus China. Chinesische Hersteller drängen massiv nach Europa und verkaufen hier zu vergleichsweise niedrigen Preisen. Viele Verbraucher freut's, aber ist das auch ein fairer Wettbewerb? Oder Ergebnis unrechtmäßiger Subventionen der Regierung in Peking. Die Europäische Union wirft China das schon länger vor, nicht nach internationalen Regeln zu spielen. Ja, und hat nun heute vorläufige Strafzölle verhängt auf chinesische E-Autos. Michael Grütz. BYD, build your dreams, bau dir deine Träume. Diese chinesischen Elektroautos wollen Europa erobern, schick und günstig, rund 30% billiger als die europäische Konkurrenz. Eigentlich schön für die Autofahrer, die EU-Kommission aber hat einen ganz anderen Blick auf die attraktiven Preise. Es gibt einen Wettbewerbsnachteil für die EU-Industrie, auch in Deutschland übrigens. Und zwar, weil China die Produktion seiner Elektroautos hochgradig aus dem Staatshaushalt subventioniert, seine Fahrzeuge billig anbieten kann und somit den Wettbewerb verzerrt, so die EU-Kommission. Seebrügge, hier landen zunehmend diese chinesischen Elektrofahrzeuge für den europäischen Markt an. Build your dreams, bau dir deine Träume. Das könnte demnächst 17,4% teurer werden. Andere Hersteller sogar rund 30%. Manche fürchten nun einen Handelskrieg. Vor allem die deutsche Autoindustrie sorgt sich. Wir brauchen eine offene Märkte, um als starke Exportindustrie unsere Produkte weltweit absetzen zu können. Zölle führen zu Gegenmaßnahmen, wie jetzt auch schon von China angekündigt. Insofern ist ein Instrument, was uns helfen soll, am Ende des Tages sehr wahrscheinlich schädlich. Und Sie könnten von Gegenmaßnahmen betroffen sein. Mercedes, BMW, VW, Sie machen 30, ja 40% Ihres Umsatzes in China, verdienen dort viel Geld mit den Luxuslimousinen. Andere Industriebranchen aber eben nicht. Und deshalb sind viele Unternehmen, nämlich 80%, ganz anderer Auffassung als die Autoindustrie, wie eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt. Also wir müssen, glaube ich, feststellen, dass Unternehmen, die stark in China exponiert sind, also für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist, die Debatte jetzt anders sehen als die Unternehmen, die überwiegend auf den heimischen Markt, auf den europäischen Markt fokussiert sind und die deswegen die China-Konkurrenz als drängenderes Problem sehen. Offenbar gehen die Meinungen hier deutlich auseinander. Genauso auseinander wie in Europa. Deutschland eher gegen die Strafzölle, Frankreich oder Spanien befürworten härtere Maßnahmen gegen China. Schon lange diskutiert die EU, wie sie die europäische Industrie besser schützt. Die Strafzölle sind vorläufig. Man will China gegenüber Flagge zeigen, einen Handelskrieg aber will man nicht. Mit Träumen hat dieser Konkurrenzkampf jedenfalls nichts zu tun. Und damit zu weiteren Nachrichten und dir, Konstantin. Die Spitzen der Ampelkoalition ringen zur Stunde im Bundeskanzleramt um einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Laut Bild-Zeitung soll unter anderem das Verteidigungsministerium deutlich weniger Geld bekommen als von Minister Pistorius gefordert. Demnach soll der Etat im kommenden Jahr nur um 1,17 statt 6,5 Milliarden Euro steigen. Das 2%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben soll aber durch das im Grundgesetz verankerte Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro abgesichert werden. Der deutsche Atomausstieg wird von heute an in einem Bundestagsuntersuchungsausschuss aufgearbeitet. Die Fraktionen von Union und AfD stimmten im Parlament dafür. Der Ausstieg war unter Kanzlerin Merkel beschlossen worden und sollte 2022 beendet sein. Die Ampelkoalition hatte die drei letzten Meiler wegen des Ukraine-Krieges zunächst weiterlaufen lassen, weil Stromengpässe befürchtet wurden. Atombefürworter in Union und FDP hatten dann den gesamten Ausstieg in Frage gestellt. Die Ereignisse rund um den überhasteten Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan wird bereits seit 2 Jahren von einem Bundestagsuntersuchungsausschuss untersucht. Heute räumte BND-Chef Karl ein, dass sein Dienst die Lage damals falsch eingeschätzt hatte.
Es sei unterschätzt worden, wie schnell die radikal-islamischen Taliban die Hauptstadt Kabul einnehmen. Die Bundeswehr war im Sommer 2021 schneller abgezogen als ursprünglich geplant. Als die Taliban das Land dann überraschend schnell einnahmen, beteiligte sich Deutschland an einem internationalen Evakuierungseinsatz. In Kasachstan hat sich heute ein Staatenbündnis getroffen, das sich als Gegengewicht zur westlichen Welt versteht. Zu den Mitgliedsländern der Shanghaier Organisation gehören unter anderem Russland, China und Indien. Heute wurde auch das autoritär geführte Belarus als 10. Mitglied aufgenommen. Russlands Präsident Putin sagte, neue Zentren politischer und wirtschaftlicher Macht seien auf dem Vormarsch. In der Abschlusserklärung des Gipfels kritisieren die Staaten eine Zunahme geopolitischer Konfrontationen und Konflikte. In der deutschen Industrie ist weiterhin kein Aufschwung in Sicht. Im Mai gab es nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes erneut weniger Aufträge. Details von Anja Kohl. In der deutschen Industrie ist bislang kein Aufschwung in Sicht. Zwar fasst der Welthandel langsam wieder Fuß, doch dies führt bislang nicht zu mehr Bestellungen. Zudem erteilen heimische Unternehmen nur wenig neue Aufträge, da sie mit hohen Kosten für Energie, bürokratischen Lasten und dem Personalmangel kämpfen. Statt eines Anstiegs, der erwartet wurde, gingen die Auftragseingänge in der Industrie im Mai erneut um 8,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Der fünfte Rückgang in Folge. Seit Jahresbeginn damit keinerlei Besserung. Zumindest Konsumgüter wurden mehr bestellt als im Vorjahr. Dafür gab es deutlich weniger Aufträge für Maschinen und Anlagen und auch für Pkw und Fahrzeugteile.